Habt ihr es auch gemerkt? Neben Corona geht gerade noch ein Virus um. Strange Typen, strange Videos. Wir leben in einer Meinungsdiktatur sondergleichen. Seuchenerfinder können jedes Jahr eine neue Grippewelle erfinden. Das Virus heißt Verschwörung und Verharmlosung. Und es ist genauso ansteckend. Corona ist im Grunde nichts weiter als eine neue Testseuche. Kein Mensch hat sich infiziert, kein Mensch ist krank geworden. Wie gefährlich sind solche Theorien? Und wem kann man noch glauben in Zeiten des Ausnahmezustands? This is your pilot speaking. My name is Adrian Oberhänsli. I'm working from home today. Ja, dieser Film heute ist ein bisschen anders. Der ist nämlich im Homeoffice entstanden. Genauer gesagt in Quarantäne. Wir, Desiree und Carla, gehen nämlich nicht mehr vor die Tür. Und es darf uns auch niemand besuchen. Das ist richtig beschissen, aber für uns leider gerade überlebensnotwendig. Denn wir haben beide eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Ich habe Colitis ulcerosa. Ich habe Morbus Crohn. Das macht uns zu sogenannten Risikopatienten. Das heißt, wenn wir das Coronavirus bekommen würden, dann könnte es für uns echt gefährlich werden. Immerhin, wir haben so auch eine Menge Zeit für Recherche. Schon seit über einem halben Jahr beschäftige ich mich mit Verschwörungstheorien und stelle jetzt fest, Covid-19 ist wie eine Droge für die Szene. Man kann eigentlich sagen, dass das Coronavirus wirklich alle Verschwörungstheoretiker auf den Plan ruft. Auf YouTube, Twitter, Telegram ist alles voll mit den wildesten Erklärungen und Theorien zu Corona. Dieser angebliche Virus, der aus dem Nichts entstanden ist, wo wir wissen, es gibt ja gar keine Zufälle, der momentan die Börse nicht nur runterkrachen lässt, sondern der die ganze Weltwirtschaft absolut an die Wand fährt und keiner fragt sich eigentlich warum. Da muss man schon mal drüber nachdenken, wer hat denn da ein Interesse dran? Die wollen 8 Milliarden Menschen umbringen. 8 Milliarden Menschen, so steht es auf den Guidestones in Georgia. Und nur 500 Millionen Menschen sollen am Leben bleiben, maximal. Hört euch mal genau an, was Bill Gates und die anderen Verbrecher alle sagen. Eine geplante und inszenierte Aktion, das ist äußerst wahrscheinlich. Wir haben die Vorankündigung mal wieder, wir haben die Übungen mal wieder. Und sogar Militärfahrzeuge wurden gesichtet. Eine geheime Operation, ein geheimer Plan. Sowas geht vor allem in rechten Foren rum. Und dort ist auch mein Kollege Jan unterwegs. Da ist er, auch zu Hause. Jan ist Mitglied in etwa 250 Telegram-Kanälen von Verschwörungstheoretikern und Rechten. Und auch da ist seit Corona so einiges los. Da ist mir aufgefallen, dass es so viele Falschnachrichten und Fake News gibt, wie schon ja, seit langer, langer Zeit nicht mehr. Es gibt gerade aktuell auf YouTube ein Video, was relativ viral geht, auch auf Telegram. Das haben bislang über 100.000 Leute gesehen, wo ein italienischer Arzt sagt, dass es keine Toten durch Covid-19 gibt. In Italien. Keiner ist gestorben von Coronavirus. Keiner ist in Italien von Coronavirus. Das ist so eine schlechte Grippe nur. Aber das ist so eine Influenz. Und das ist kein Virus oder keine gefährliche Sache. Und dann denkt man natürlich erstmal so, hä, wie kann denn das sein? Das ist ja total krass, was der da jetzt sagt. Und dann habe ich recherchiert und gesehen, ja, okay, das Video ist aus dem Februar so. Und dann ist es natürlich klar, dass es da noch keine Toten gab. Aber jetzt gibt es ja schon mehrere tausend Tote. Und wenn man sich dann das Profil desjenigen ansieht, der das hochgeladen hat, dann sieht man halt auch, dass der total komplett durch ist, weil der halt auch Videos hochgeladen hat, in denen behauptet wird, die Erde wäre eine Scheibe. Und ja, ja, es ist logisch, dass der halt auch solche Falschnachrichten weiterlädt. Wir haben uns mal auf die Suche nach dem Arzt aus dem Video gemacht. Er heißt Professor Matteo Bassetti und ist not amused über die Verwendung seines Videos. Now the situation is probably different because in the past 5 weeks after this video, now we have an impressive situation. We are still having a lot of death for very elderly people with a lot of comorbidities, but we are reporting also death for younger people. So it's very difficult to use the same video 1 month after, because what was true is probably not anymore true now.
So now the situation is totally and completely different compared to the situation of a month ago. Now in Italy we have a disaster, and we have an epidemic of this virus that reach also many other European countries. So wie das Video von Bassetti gehen gerade viele Dinge rum, werden aus dem Zusammenhang gerissen, werden als Belege für krude Theorien genutzt. Zum Beispiel dafür, dass das Coronavirus tatsächlich schon viel länger bekannt ist. Im Roman The Eyes of Darkness prophezeit der amerikanische Autor Koontz schon im Jahr 1981 den Ausbruch des Viruses Wuhan 400. Und dann wäre noch dieses Desinfektionsmittel, was auch gegen Coronaviren hilft und aus dem Jahr 2015 ist. Klingt ganz schön unheimlich, oder? Nur, Coronaviren wurden schon in den 60er Jahren entdeckt. Die jetzige Pandemie wird von einem speziellen Coronavirus namens SARS-CoV-2 ausgelöst. Und das ist neuartig. Ja, und auch die Bundesregierung soll schon lange, lange von der Corona-Pandemie gewusst haben. So lautet zumindest eine Theorie, die gerade durch alle Netzwerke geistert. Ich bin mit meiner Kollegin Izzy verabredet, zum Skype-Call. Weil ich allein bin, muss ich noch ein bisschen basteln, um das Gespräch für euch mitzudrehen. Izzy hat recherchiert, wie sich das Gerücht von der Bundesregierung, die schon von der Pandemie wusste, verbreitet hat. Und zum Beispiel in den abstrusen Videos von Schrank gelandet ist. Dass ein Sondernewsletter rauskam von mir, Corona, Geheimplan der Regierung entdeckt. Also wir haben diesen Artikel rausgeschickt, innerhalb von 2-3 Minuten circa wurde meine Homepage gesperrt. Aber dieser Geheimplan ist gar nicht geheim. Es ist ein offizielles Dokument des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Eine sogenannte Risikoanalyse aus dem Jahr 2012. Darin wird das Szenario einer Pandemie, ausgelöst durch einen Virus aus Asien, durchgespielt. Okay, und wie kam es dann dazu, dass so eine offizielle Risikoanalyse von der Bundesregierung zu einem Geheimplan wurde? Das läuft im Internet ja oft so stille Postmäßig. Das heißt, die Leute posten diese Studie in irgendwelchen Foren oder Gruppen. Es wird dann über Details diskutiert, Details weitergegeben. Doch einige entfernen sich dabei auch immer weiter vom eigentlichen Papier. Es wird die Quelle bzw. der Kontext vergessen. Im Januar haben sich vor allem User im Prepper-Forum mit dieser Studie beschäftigt. Das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, weil sich Prepper ja ständig mit irgendwelchen Katastrophenfällen auseinandersetzen und sich ja auch auf solche Krisenfälle vorbereiten. Und in diesen Prepper-Foren wurde die Studie auch noch als das eingeordnet, was sie ist. Sie wird aber dann Ende Januar auf einer Seite besprochen, die auch bei Rechten bzw. Verschwörungstheoretikern beliebt ist. Ja, also als diese Studie dann auf diesen Seiten auftaucht mit diesem verschwörungstheoretischen rechten Hintergrund, kommen auch so Befürchtungsfantasien hinzu. Also ein User schreibt zum Beispiel, dass diese Studie bald verschwinden könne, also als würde die Regierung sie löschen. Ja, und Ende Februar schreibt dann Heiko Schrang, ein Verschwörungstheoretiker, einen Artikel. Und sein Artikel wird dann vielfach geteilt, auf anderen Seiten gepostet und die Analyse eben auch krass verdreht. Also eine Verschwörungstheoretikerin liest zum Beispiel diesen Artikel von Heiko Schrang in ihrem YouTube-Video vor und bezeichnet dann auch Jens Spahn als Möchtegern-Killer. Und Ende Februar, Anfang März greifen dann auch vermehrt AfD-Politiker diese Analyse auf. Und ein AfD-Politiker, Martin Sichert, postet dann auch noch auf Facebook die Studie und schreibt, bereits 2012 wusste die Merkel-Regierung von einer Coronavirus-Pandemie mit über 7,5 Millionen zu erwartenden Toten. Und was hat's mit dieser Zahl auf sich? Woher kommt die? Ja, also diese Zahl, die steht tatsächlich in dieser Risikoanalyse. Das ist innerhalb von diesem Zeitraum von 3 Jahren zu 7,5 Millionen Toten kommt. Was allerdings verschwiegen wird jetzt in vielen dieser Posts, ist, dass man das nicht 1:1 auf unsere Situation übertragen kann. In der Risikoanalyse wird nämlich von einem noch gefährlicheren Virus ausgegangen. An diesem würde jeder 10. der Erkrankten sterben. An Covid-19 offenbar viel weniger. Trotzdem können es viele sein. Wir haben Heiko Schrank gefragt, ob er mit seinem Video nicht Verschwörungstheorien verbreitet. Er bestreitet das. Er sagt, er hinterfrage Dinge und Ereignisse eben kritisch. Viele Zuschauer würden das in der Presse vermissen. Übrigens haben wir auch alle anderen hier gezeigten YouTuber angefragt. Außer Schrank hat uns aber niemand geantwortet. In diesen Zeiten merken wir, wie verletzlich wir sind und wie anfällig.
auch für Gerüchte. Ja, nachdem ich ja gerade gar nicht raus darf, funktioniert es gerade so, dass ich spätabends, wenn ich alles fertig gedreht habe, all mein Material auf eine Festplatte ziehe. Die holt meine Kollegin Lea ab und legt mir gleich eine neue Festplatte vor die Tür. Tschüss, tschüss, gute Reise. Hi Lea. Hi Daisy. Und lief alles gut? Ja, alles soweit okay. Also die einzige Katastrophe ist einfach, sich selbst over shoulder zu drehen. Das funktioniert einfach nicht. Meine Kollegen Jan und Lea basteln aus dem Material, das Carla und ich zu Hause produzieren, dann den Film. Die Welt ist eine andere geworden. Anruf bei meiner Ärztin. Ja, hallo, guten Morgen, Desiree Fehringer hier. Ich sollte mich ja einmal heute noch mal melden. Und ich war jetzt auch nicht mehr draußen seit 5 Tagen und wollte einfach mal fragen, was Sie jetzt meinen, wie lange das noch so weitergeht und wie ich weitermachen soll. Dankeschön, ja, ich versuch's. Tschüss. Uns wird im Moment klar, wie ernst die Lage für uns werden kann. Wir dürfen nicht einkaufen gehen, keine Freunde treffen. Seit über einer Woche. Deswegen wünscht man sich eigentlich nichts mehr, als dass es vielleicht doch alles gar nicht so schlimm ist. Und genau das wird einem auch gerade im Internet versprochen. Gunnar hat sowas auch diese Tage bekommen, von seiner Mama. Und Ton läuft. Jetzt, ich klatsche auch mal für dich, Jan. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe in der Familie. Und da hat meine Mutter dieses Video reingeschickt. Wirkt ziemlich seriös. Ich möchte was erzählen über die Coronavirus-Epidemie, die wir angeblich haben sollen. Und ich dachte erst, dieser Hype geht wieder vorbei, als das losfing. Aber das hat sich ja so gesteigert, dass ich denke, da muss man mal genauer drüber nachdenken. Das ist ein älterer Herr, der erzählt so ein bisschen, dass der Coronavirus gar nicht so schlimm ist. Und spielt das alles runter. Und meine Mutter hat das mit mir den Worten geschickt. Das ist mal Klartext. Wer ist dieser Wolfgang Wodak? Er ist Internist, Seuchenexperte, war Amtsarzt, saß für die SPD im Bundestag. Auch im Vorstand von Transparency International Deutschland und der Gendiagnostikkommission des Robert-Koch-Instituts ist er tätig. Eigentlich ein glaubwürdiger Experte. Die Videos von Wolfgang Wodak gehen gerade mega rum. Das Video, was Gunnars Mutter zugeschickt bekommen hat, hat schon über 1,5 Millionen Views auf YouTube. Und auch dieses Video geht gerade richtig steil. Wodak erklärt hier ganz entspannt die Pandemie zur normalen Grippewelle. Wir haben nicht mehr Atemwegserkrankungen in dieser Grippesaison, so nennt sich das ja im Volksmund, als in den vorigen Jahren der Fall war. Es ist nichts besonders Auffälliges da. Im Kern sagt er, dass es Coronaviren schon immer gab und die auch schon immer tödliche Atemwegserkrankungen verursacht haben. Soweit stimmt das auch. Er sagt aber, dass die Anzahl der Corona-Fälle deshalb so angestiegen ist, weil jetzt gerade ein Corona-Test erfunden worden ist und es alles quasi nur ein Hype ist. Bei Punkt Preradovic verkündet er unglaubliche Thesen. Wenn wir jetzt nicht testen würden in der ganzen Welt auf Corona, würde es niemanden auffallen? Nein, dann würden wir es nicht merken. Wir würden es nicht merken. Das ist schon krass, die oder? Krankenhäuser werden jetzt belastet durch diese vielen Fragen und durch die Panik. Aber nicht durch neue Krankheitsfälle. Ja, aber diese ganzen Menschen, die jetzt in diesen Krankenhäusern liegen und diese Krankenhäuser überfüllen, wo legen die denn sonst? Wo sind denn die Krankenhäuser überfüllt? Zum Beispiel im chinesischen Wuhan. Dort wurden komplett neue Krankenhäuser in wenigen Tagen aus dem Boden gestampft. Und auch in Italien klagen die Krankenhäuser und Intensivstationen über extreme Überlastung. Beatmungsgeräte fehlen, die in den Jahren zuvor noch ausgereicht haben. Menschen sterben. Auch weil sie nicht behandelt werden können. Ja, ich bin verabredet, um mit einer Krankenschwester direkt aus Italien vor Ort zu telefonieren. Und die erzählt mir auf jeden Fall was ganz anderes. Hast du sowas schon mal erlebt in deiner Erfahrung als Krankenschwester? Noch nie. Kein Mensch, das ist ein Krieg hier. Also wie gesagt, ich bin sehr in Kontakt auch mit Kollegen in Norditalien, noch weiter Norden, im Nordosten. Da ist wirklich Krieg. Das ist kriegähnliche Zustände, kann man wirklich so
da. Was würden Sie denn den Menschen sagen? Es gibt ja jetzt gerade so ein paar Lungenärzte, die sagen, das ist gerade nicht anders als in einer normalen Grippesaison. Und ja, und Corona ist überhaupt nicht gefährlich. So, was würden Sie denn solchen Menschen sagen? Ich finde ja nicht bloß einfach irgendwelche Grippepatienten, wie man sie früher gehabt hat, dass die ja, halt ihre Antibiotikum gebraucht haben, vielleicht ein bisschen Sauerstoff beatmen, mit der Nasenkanüle oder mit einer Maske. Inzwischen brauchen die halt Beatmung und Beatmungsgeräte oder atemunterstützende Geräte. Also es ist nicht wie eine normale Infektion und vor allem scheint es sehr, sehr viel mehr aggressiv zu sein. Das meint auch Barbara Balanzoni. Sie ist Ärztin in einem Krankenhaus in der Region Piemont im Norden von Italien. Covid-19 könne man nicht mit der normalen Grippe vergleichen, sagt sie. Cioè, il fatto che per l'influenza normale, chiamiamola così, sì. C'è il vaccino, sì. C'è il vaccino che per questa non c'è, è per questo virus che si è tutti dal punto di vista immunologico vergini, perché nessuno lo ha incontrato prima. Quindi vale quello che proprio come avveniva nei secoli passati, che arrivava magari una nave con un paziente infetto e siccome nessuna della popolazione ricevente era completamente vergine da un punto di vista immunologico, poi si ammalavano tutti. Quindi è diverso proprio il punto di partenza, quindi la suscettibilità all'infezione è diversa. Bei einer normalen Grippe stirbt statistisch gesehen einer von 1000 Erkrankten. Bei Covid-19 sind es mehr, zwischen 3 und 7. Ganz sicher weiß man das noch nicht. Und gegen die normale Grippe haben viele Menschen eine Grundimmunität. Bei Covid-19 ist das nicht der Fall. Wolfgang Wodak hält das für Alarmismus. Er erzählt davon bei Eva Herrmann und gab ein Interview bei KenFM. Verschwörungstheoretiker verbreiten seine Thesen weiter. Inzwischen wird Wodak von vielen Kollegen und Experten hart kritisiert, auch aus seiner Partei. Um es also auf den Punkt zu bringen, das ist eine abwegige, vollkommen falsche Sicht der Dinge. Ich drücke es mal so aus, das ist einfach schlicht blanker Unsinn. Auf Anfrage distanzieren sich WHO, RKI und Transparency Deutschland von Wodaks Aussagen. Kurz bevor wir unseren Film fertigstellen, meldet sich Wolfgang Wodak auf unsere Anfrage. Er ist zurzeit in Griechenland. Die Verbindung ist schlecht. Wodak steht weiter zu seinen Aussagen. Ist es ja so, dass gerade die Intensivstationen kollabieren in Italien. Und was sagen Sie zu diesen Bildern aus den Krankenhäusern jetzt gerade? Diese Bilder halte ich für irreführend. Wenn die italienischen Krankenhäuser jetzt klagen unter diesem Ansturm von Erkrankungen, die klagen jedes Jahr. Wenn Sie sich in Deutschland die Krankenhäuser anhören und das Personal, die sind immer überfordert. Diese Aussagen sind nicht eine Grundlage für eine vernünftige epidemiologische Bewertung. Sind die Maßnahmen, die aktuell in Deutschland von der Bundesregierung getroffen werden, zu drastisch? Es tut mir leid, es sagen zu müssen. Ja, sie sind zu drastisch, sie sind nicht notwendig. Es gibt keinen Grund. Wissen Sie, ich war Amtsarzt, 13 Jahre lang. Ich war derjenige, der Veranstaltungen verboten hat. Ich habe immer solche Bewertungen machen müssen und ich muss mich da immer auf feste Daten, es kann jemand dagegen klagen, gegen meine Entscheidung, wenn ich sage, das darf nicht passieren. Dann kann er Schadensersatz verlangen. Deshalb muss ich mich immer absichern. Ich bin gewohnt, mich abzusichern. Und ich habe diese Behauptung, die ich jetzt mache, genauso abgesichert. Aber muss sich die Bundesregierung nicht absichern, um solche Maßnahmen zu ergreifen? Also ist es denkbar, dass sie sich sowas erlauben können, wenn da wirklich überhaupt nichts Gefährliches dabei ist? Wissen Sie, das ist bei jedem Arzt so. Wenn Sie zum Arzt gehen und der Arzt sagt Ihnen, ich mache da nichts bei Ihnen, das gibt sich so von alleine wieder, dann geht ein hohes Risiko ein. Wodak spielt die Corona-Pandemie weiter herunter. Obwohl ihm die überwältigende Mehrheit der Mediziner und die Weltgesundheitsorganisation vehement widersprechen. Viele halten seine Sichtweise sogar für gefährlich. Es gibt aber andere, die stehen voll hinter Wolfgang Wodak. Dieser niedergelassene Internist aus Kiel zum Beispiel erklärt auf YouTube, es gäbe überhaupt keine Neuerkrankungen. Keine verstärkte Sterblichkeit. Wir bitten ihn um ein Interview. Ich rufe in seiner Praxis an. Köhnlein, hallo. Ja, hallo, Herr Professor Köhnlein, Desiree Fehringer hier vom Norddeutschen Rundfunk. Ja. Hallo. Einen ganz kleinen Moment, einmal kurz hier. Kein Problem. Wir verabreden uns zum Skypen.
Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, dass wenn man aufhören würde, die Tests durchzuführen, dann wäre auch die Seuche weg. Ist es denn wirklich so einfach? Ja, so, genau so einfach ist das. Es handelt sich um ein harmloses Schnupfenvirus, was jetzt in manchen Fällen wahrscheinlich einfach überbehandelt wird und deswegen zu einer möglicherweise leicht erhöhten Letalität kommt. Das sind ja alles Einzelfälle. Insofern wird sich das in der Gesamtsterblichkeit nicht niederschlagen. Aber es ist ja jetzt schon außergewöhnlich. Also solche Bilder sieht man ja jetzt nicht jeden Tag oder jedes Jahr, dass 50 LKWs vorfahren, Lastenwagen vorfahren, um die Toten abzutransportieren, weil die Bestattungsunternehmen überfordert sind und die Ärzte und die Krankenschwestern im Krankenhaus überfordert sind. Ja, das habe ich gestern Abend im Fernsehen auch gesehen. Ich halte das, muss ich ganz klar sagen, für eine Fake-Aufnahme. Ich halte das für wirklich miese Propaganda. Das ist alles Quatsch, also dass die Maßnahmen auch von der Regierung zu Hause zu bleiben? Ja, würde ich so sehen. Das ist sicherlich aus meiner Sicht Unsinn, weil ich nicht glaube, dass sich hier eine virale Seuche tatsächlich verbreitet, sondern ich sehe hier nur einen neuen Test, der sich verbreitet und infolgedessen die Patienten überbehandelt werden. Niemand würde eine Grippe behandeln. Das ist eine Erkrankung, die mit Arzt 7 Tage und ohne Arzt 1 Woche dauert. Man muss sich da ausruhen, sich erholen und dann geht so eine Grippe in der Regel weg. Und also Sie würden jetzt auch mir sagen, ich persönlich bin laut meinen Ärzten auch Risikopatientin momentan, weil ich eine Autoimmunerkrankung habe und letztes Jahr nach einer Erkältung Wasser in der Lunge hatte. Und meine Ärzte raten mir jetzt eben gerade zu Hause zu bleiben, keine Freunde zu treffen. Und Sie würden mir jetzt aber auch sagen, wenn Sie mein Arzt wären, dass es eigentlich Quatsch ist und ich raus kann und normal weiterleben kann? Ja, aus meiner Sicht sind sie nicht gefährdeter als jeder andere. Könlein zweifelt überhaupt kein bisschen. Es scheint, als lebe er in einer anderen Welt. Was denkt die Ärztekammer Schleswig-Holstein, also der Berufsverband, über solche Thesen? Wir haben ja uns klar auch positioniert auf unserer Homepage, dass wir das eben aufs Schärfste verurteilen, dass wir überhaupt nicht dahinter stehen und das zum jetzigen Zeitpunkt in keinster Weise angebracht finden. Wir haben es mit einer neuen, sehr schweren Viruserkrankung zu tun, die natürlich Ähnlichkeit mit der Influenza aufweist, aber einen ganz anderen Verlauf hat. Wirkt sich denn diese gegenteilige Meinung von einigen wenigen Ärzten, muss man sagen, aber es sind ja einige Ärzte, auch auf die Glaubwürdigkeit der Ärzte insgesamt aus? Doch, ja, davon gehen wir aus und deshalb werden wir, wenn sich alles beruhigt hat, auch als Ärztekammer überlegen müssen, wie weit das berufsrechtlich relevant ist, wenn wirklich Falschaussagen gemacht werden. Jetzt müssen wir wirklich daran arbeiten, die Pandemie in den Griff zu bekommen, die Neuinfektionsrate zu senken und die, die an Covid-19 schwer erkrankt sind, zu retten. Dafür brauchen wir unsere ganze Kraft und nicht solche falschen Theorien und auch teilweise Verschwörungstheorien, die sind jetzt komplett fehl am Platze. Erinnert ihr euch noch an den italienischen Arzt, der im Februar gesagt hatte, dass niemand durch Corona gestorben sei? Damals dachte auch er, das alles ist nur eine normale Grippewelle. Vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen gefährlich. Heute denkt er das nicht mehr. This is not a joke. This is a real threat. And it's going to be a nightmare if you are not organized, because this is a very, very contagious virus. So the problem is not the number of deaths, but the problem is the number of people that will be infected by the virus. This is a very serious disease, particularly for the way of transmitting from one person to another. That is very variable, but I think people must take in consideration how this disease is serious. Don't joke with the coronavirus. Wir verabschieden uns von euch aus unseren improvisierten Tonstudios. Wir wissen noch nicht alles über das Coronavirus. Wir wissen sogar ziemlich vieles noch nicht. Auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler suchen auf viele Fragen noch Antworten. Und das wird auch noch eine Weile dauern. Und deshalb muss man mit neuesten Infos bei WhatsApp, Facebook und Co. ein bisschen aufpassen. In der Videobeschreibung gibt's von uns ein paar Links für euch für seriöse Quellen. Und wenn ihr euch trotzdem mal bei einer Meldung oder einem WhatsApp-Kettenbrief nicht so sicher seid, dann schaut gern auch beim Faktenfinder der Tagesschau vorbei.
Und wenn ihr jetzt noch Bock habt, was zu schauen, unsere Kollegen vom Y-Kollektiv berichten auch aus dem Homeoffice. Und Gunnar hat einen Corona-Patienten getroffen, und zwar den ersten Corona-Fall aus Berlin. Ganz viel Spaß beim Gucken und lasst ein Abo da!